Warte auf die Ziviltruppe, genau. Ja, hier, hier. Gehen wir durch den Hintereingang. Geben mal den Auftrag ab. Und ich weiß nicht, ob ich noch was in Forschung habe. Wenn ja, dann doof. Ansonsten werden wir auch noch was beauftragen. Hey, grüß dich. Remember, I'm not interested in simply fragment. Ich weiß. Bitte schön. So. Ach ja, genau. Die Säge wird in Arbeit gesteckt. Wir haben 6 Datendisks. Okay. Dann nächstes Mal machen wir aber den Schleifer, würde ich sagen. Das dauert noch 1-2 Tage. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Ruinen runter. Weil uns geht das Kupfer aus. Nee. Mir fällt gerade auf, hier gibt es auch am Wochenende Commissions, ne? In Porsche hat man dieses Bewerten gehabt, das hast du hier nicht. Wir nehmen mal den Auftrag noch an, wenn das geht mit den Blutsteinsägen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Wenn der noch hängt. Jo, der hängt noch. Das, wie gesagt, können wir nicht machen. Das ist... So. Brauchen wir noch Eisen? Aber das haben wir in der Ruine jetzt gerade nicht, in der wir sind. Da ist die große Preisfrage, wie wir da rankommen. Bestimmt noch storytechnisch was freigeschalten. So, lass uns mal vorher nochmal im Blue Moon Saloon was essen gehen. Um ein bisschen Ausdauer, was wir schon verbraucht haben, zu regenerieren. Und um einen kleinen Boost zu bekommen. Und zwar heute ist wie beim letzten Mal, wo ich das gespielt habe, ohne Aufnahme. Ich nehme mal 2, 3 von den teureren Dingern. Und schleudere mal ein bisschen Geld raus. Geht das mit allen? Oh, ich kann überall was nehmen. Im Porsche hätten wir jetzt gesagt, du verschwendest Essen. Und wir werden gebufft ohne Ende. So. Ausdauer ist wieder voll. Ich meine, wir haben ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Wir haben 14.000 aktuell. Was schon relativ viel ist, wenn ich das mal so sagen darf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, so schnell. Aber die Commissions, die sind auch gut vom Einkommen her. Gerade wenn man die höherwertigen, die hochstufigen machen kann jetzt. Wir werden bestimmt morgen die erste Vierer-Quest vielleicht sehen oder so. Müssen wir schauen. So, lass mal runter. Gehen wir direkt hier rein. Achso, mein Hut hätte ich fast gesagt. Den Gürtel, den ich trage, dieses kleine Täschchen. Die Handwerkertasche oder was das ist. Ich zeige die gleich nochmal im Inventar. Die habe ich übrigens auch aufgewertet. Also wie gesagt, ich habe ja ein bisschen was aufgewertet an Werkzeug und so ein Zeug. Also, wo ist das Ding hier? Das ist jetzt auch selten. Das habe ich aufgewertet, das Ding. Mal schauen, wie weit wir noch runterkommen hier. Ich hatte doch hier irgendwo ein Loch durchgebuddelt, Mensch. Kam doch noch eins runter. Hier, ne? Genau. Ich dachte ja, es sei schon Schluss bei der Ebene, aber nee. Zinn ist gut, aber wir brauchen auch Kupfer. Ich nehme erstmal alles mit. Gibt es gar kein Kupfer, ne? Oder sehe ich das falsch?
scheint es keinen Ausgang generell zu geben. Also, Sinn macht wahrscheinlich hier, ne? Einfach mal runterbuddeln. Mal gucken, was kommt. Okay, hier ist Fußboden. Ich meine, wir brauchen Lehm, also von daher. Ah, okay, hier ist zu. Aber ist jetzt denn komplett Schluss hier? Oder wie darf ich das verstehen? Warte mal, das könnte eben sein, ne? Kupfer. Ach, das ist Kupfererz? Okay. Da also, habe ich jetzt auch Lehm dabei? Ich meine, Kupfer ist gut. Ja, 9. 9 Lehm. Wir mal leer machen? Ich meine, da ist wahrscheinlich immer nur so ein random Drop mit von Kupfer oder sowas mit drin. Lass mich das mal auf die Hotbar ziehen, dass ich sehe, wie viel ich gefunden habe. Zinn wäre auch wichtig. Wo habe ich es denn? Da. So. Huch. Ich würde sagen, hier ist aber der letzte Raum, ne? Also, wenn jetzt nichts noch kommt in irgendeiner Form. Oh, wir haben den Skillpunkt. Und zwar in Sammeln. Ich kann nicht mehr reden. Treibstoff. Was? Treibstoff finden wissen. Okay. What the fuck? Erhalte beim Bergbau eine zielpräzise Chance einen zusätzlichen Kraftstein. Okay, ja, nee. Zusätzlichen Edelstein wäre vielleicht ganz schick. Salpeter. Wenn du Salpeter gefunden hast, Salpeter aber noch nie gefunden. Datendisks. Doppelt so viel Dreck beim Durchwühlen von Müllbergen. Chance auf Gold. Okay. Kräuter sammeln. Chance auf Kleeblatt. Ausdauer zurückzukriegen. Wasser. Das ist noch unbekannt. Warum ist das eigentlich noch locked? Ausdauer, die erhöht sich. Lass uns mal das hier mal Ausdauer machen. Das wird sich auf lange Sicht, wenn das hier frei ist, wahrscheinlich erstmal belohnen. Lohnen wird sich dort dann bezahlt machen, wollte ich eigentlich sagen. Hoppala. Tja. Hier scheint tatsächlich alles Schluss zu sein. Erstmal Ende Gelände, so wie es aussieht. Achso, ich bin doof, ich hab's in die Hotbar gepackt. Und frag mich hin, wo ist es hin? Wie viel habe ich denn davon? Kupferbonus plus 3, okay. Also es ist tatsächlich nicht nur so, dass man halt Kupfer findet in diesen kleinen Vorkommen, sondern dass man halt auch Kupfer noch so findet, ähnlich wie in Porsche. Interessant. Ich meine, ist auch ganz cool so. Macht ja auch Sinn, ne? Ist im wahren Leben auch nicht anders, dass da nicht irgendwo ein Kupferstein rumliegt und du, ach ja, Kupfer. Lehm ist ja so lala. Könnte ruhig mehr sein.
war es auch gleich mit der Ausdauer. Sagen wir, machen die Kammer hier mal nach und nach so leer, ne, in mehreren Runs. Mal gucken, ob wirklich nichts mehr dann ist. Wahrscheinlich wird das der Fall sein. Aber mal um zu sehen, wie das so aussieht, ne. Man kann die Dinger ja zurücksetzen für ein paar Goals, also. Ausdauer, ne? Ja, dann würde ich sagen. Oh, ich bin doof. Da oben ist noch was, ne? Schade. Ich habe nichts zu essen dabei, ne? Oder? Nee. Nichts zu essen dabei. Ja, was soll's. Oh, warte, da war Sprengstoff. Bäh. Oh, was ist das? Montierung. Gut. Jetzt aber wirklich. Vorerst. Kupferschrott und ne Gummischrott und irgendwas gefunden? Nee, ne? Mechanischen Schrott und so, aber. Also das mit dem Gummi ist hier wirklich rar gesät, muss man sagen. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, wo ich das Zeug herkriege, das kann auch sein. Gummischlauch, Gummi. So. Bronze Star. 5 Stück hat er schon produziert, sehr schön. Und der hat aufgehört, weil. Ach, bei 6, okay. Weil kein Zeug mehr, genau. Dann machen wir mal ihr volle Kalotte. Schmeißen wir noch mal ein bisschen was an davon. Mal den. Schmeißen wir ein bisschen Energiesteine rein. Jetzt muss ich nur mal schauen. Die brauchten wir. Ah, Bronzestangen haben wir. Sehr gut. Bronzerahmen brauchen wir 2 Stück und eine Säge. Hierfür. Ich brauche aber erstmal das für die Quest. Wartet. Dafür brauche ich noch wie viel? Ich brauche 3 Gummiringe. Glas sollten wir haben in der Kiste. Ich kann nur einen herstellen. Großartig. Ja, Glas habe ich. Einen kann ich herstellen, ich brauche aber 2. Es fehlen noch 3 von den blöden Ringen. Hiervon brauche ich noch Barren, die ich eigentlich haben sollte. Aber anscheinend nicht genug. Und die Niete bräuchte ich nochmal. Ja, da machen wir welche. Tank nochmal auf. So. Ach, die. Konnte ich einen jetzt herstellen dann, ne? Wir brauchen aber 4. Das heißt, wir brauchen dann noch 9 Steinchen. Na, dann gehen wir erstmal pennen, weil wir können eh nichts weitermachen. Beziehungsweise, warte.
30 Stück. Ja, lass uns mal, ich weiß nicht, wie viel Kupfer kommt. Das heißt jetzt Barren. Wie viel Kupferbarren haben wir? Dann sehen wir das. 19 auf Lager. Lass uns nochmal 10 bauen. Und hier auch nochmal 10. Wenn das geht. Nö, 5. Na, machen wir 5. Strom rein. Und bei dir auch nochmal Strom. So. Sicherheitshalber. Lass mich mal nach dem Wasser schauen, Proforma. Moment. Ja, war eine gute Idee, da reinzugucken. Kann ich noch Wasser bauen? Zur Not müssen wir welches kaufen gehen bei Burgist. Einmal können wir bauen. So. Ja. Jo. Wie gesagt, zur Not gehen wir Wasser kaufen. Und dann sollten wir uns erstmal jetzt auf Gummisuchtour begeben. Gucken, Batcave, Tag und so weiter. Tag 2, Sommer, Jahr 1, genau. 3 Sterne. Achso, das waren die Möbel. Es gab noch irgendwie so ein Brett, wo man gucken konnte, was macht was oder so. Irgendwie so ein aufgesammelt und so ein Kram, glaube ich. Das sollten wir vielleicht auch mal nochmal holen. Dann gehen wir mal die Landschaftsgeschichte nochmal angucken. Achso, ich wollte auch noch dem Lehm abgeben. Howdy there. Was? I need to ask your advice on a little something something regarding a friend of mine who's in a real dilly of a pickle and... Ach, hab ich richtig gelegen? Hallo, Elsie. Oh, to heck with it. It was me. I wrote the letter. And I used my paw to deliver it. The guilt has been eating me up inside. Oh, yay. Warum hast du das gemacht? So ein Blödsinn, Mäuschen. It weren't meant for you, though. It was for me, Anne. I told my pa 50 times, don't give it to the builder. Repeat, do not give it to the builder. I guess hearing your name so many times got things jumbled up in that noggin of his. Okay. I wasn't aiming to cause trouble. Honest. Aha. I just figured if I took her license, she'd have to take a breather. She's really been busting her buns lately, working herself to death. And if that happens, well, who's gonna go Yakmel riding with me? Sag ich ja, sie will, dass sie nicht so viel arbeitet und mehr Zeit mit ihr verbringt, quasi. But losing her lessons didn't help her relax at all. Now she spends all her time just moping around and never wants to do nothing no more. My plan didn't work one lick. Warum redest du nicht einfach mit ihr, Mensch? Meine Güte. I'm ready to face the music and tell her the truth, but there's just one more teensy little hiccup. I might have messed around and... lost the lessons. Ach, war doch klar. I just went and confessed everything to you, so you're in on it too now, you hear? It must have fallen off my horse somewhere around the ranch. Can you help me go look for it? Ich hab zu viel zu tun. Ja, ich helfe, na klar. Good. All right, now follow me. Let me show you where I was when I lost it. Dang it. That darn lessons better still be there. Hab ich doch richtig gelegen mit Criminal Mastermind E für Elsie. Wo sollen wir denn hin ungefähr? Ach, da oben. Na, dann rennen wir schon mal vor. Das dauert doch ewig und 3 Tage, bis sie mal kommt. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich mal putzen können die hier. So. Guck mal, so ein Scheiß. Ich meine. Etwas weiter links. Haufen Zeug, das man aufsammeln kann. Brauchen wir vielleicht noch fürs Gärtnern, gehe ich mal von aus. Okay. Hier ist Gummi, ich kann sie aufsammeln.